Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. So, Soltan und Saskia sind gerade am Reden, aber wir unterbrechen die mal und Soltan, reden mit Soltan. Ich sehe, du bist ein General von Kopf bis Fuß. Warum kein Marschall, verdammt? Saskia hat darauf bestanden, entweder Japen oder ich. Wir haben gelost und mich hat's erwischt. Gut, dass du auf bist. Hänselt wird gleich hier sein. Was denn, so enttäuscht wäre der, wenn er mich nicht vorfände? Er würde sofort zusammenbrechen. Ist für den Empfang der Gäste alles vorbereitet? Selbstverständlich. Wir erweisen ihnen aller Ehre, die Furunkeln am Arsch gebührt. Königlich werden wir sie empfangen. Die Zwerge brennen schon auf den Kampf. Kümmer du dich nur um deinen Teil. Ihre Köpfe werden fliegen wie Pferdebremsen. Sie kommen! Haben die sich vermehrt oder wie? Zeit, ihnen kochendes Öl zu servieren. An den Kesselwänden sind Ventile. Die müssen wir öffnen. Ich nehme das linke, du das rechte. Na, ist klar. Wird gemacht. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich hier hoch. Ja, okay. Ah, gut. Und dann... Boah, die sind ja schon hier. Alter, was war das? Wie schnell sind wir denn hier gestorben? Was ging denn da ab, ey? Wo kamen die denn schon her? Wie sind die so schnell da hochgekommen? Die Gegner, ist doch total unlogisch. Naja, gut. Dann, machen wir es eben wieder. Ich habe die gar nicht registriert, aber wieso sind wir so schnell gestorben? Die haben doch gerade mal zweimal oder so angegriffen. Komisch. Wieso ist rechts auf dem Ladebildschirm eigentlich so ein X? Da ganz rechts. Komisch. Na egal. Achso, wir sollen jetzt schon hier hoch. Gut, dann ziehen wir schon mal unser nicht vorhandenes Schwert. Wieso haben wir das nicht angelegt? Das ist ja Wahnsinn. Aber die Rüstung haben wir an, oder? Ja, gut. So, kettwinischer Ritter. Dann machen wir den hier mal nass. Und den nächsten. Zack. So, diesmal sind wir nicht so schnell gestorben. Und aktivieren noch direkt mal Quen. Dann bekommen wir auch so schnell hier keinen Schaden. Der hier ist aber drauf. Den können wir ja gar nichts abziehen. Ah, doch jetzt. Na komm. Finishing Move. Wow. Alter, einfach alle drei. Einfach mal drei auf einmal mit so einem Finishing Move gekillt, ey, geiler Scheiß. Achso, wir sollen das Öl möglichst schnell aktivieren, oder was? Mit welchem Öl denn? Ah, hier. Ah, zack. Mach. Zack. Damit hätten wir das. Ja, frieren müssen sie wirklich nicht, aber ich glaube, die würden lieber frieren wie das hier. So. Zack, dann machen wir die hier noch fertig. Oh, mit ihren Schilden immer. Wieso müssen die immer Schilde haben? Alter, wo kommen die denn alle her? Wir sind doch hier einfach... Ach, da ist eine Leiter. Können wir die nicht umkippen? Wieso können wir diese Leiter nicht umschmeißen? Dann würden die doch nicht mehr hochkommen. Zumindest vorerst nicht. Sie könnten die natürlich wieder aufstellen, diese Leiter. Aber, ah, wir können wieder den Finisher machen. Und zack. Gut. Schließt zu Soltan am Tor auf. Das machen wir. Das hätten wir schon mal so weit abgewehrt. Zweite Tor! Sonst hauen sie uns um! Rückzug! Oh. Okay. Rückzug. Wieso macht ihr das nicht? Ich dachte Rückzug. Hat nicht irgendeiner Rückzug gesagt? Ja, gut. Rückzug. So. Da war auch dieser Magier dabei, da. Den wir auch schon mal gesehen hatten in der Zwischensequenz.
Ah, das ist er. Dieser Zauberer. Der da jetzt gerade irgendeinen Zauber gewirkt hat. Tor schließen! Zu Befehl! Nicht herumfurzen! Gut. Sofort auf die Mauern! Ja, ja, wir furzen nicht herum, wir gehen sofort auf die Mauer. So. Formation halten! Zeigt ihnen, wie die Soldaten von Edderen kämpfen! Uber Edde! Saskia! Gut, jetzt müssen nur noch ein Gegner kommen. Aha. Die könnten wir doch jetzt einfach umstoßen, aber das geht wahrscheinlich eher nicht. Oder können wir da jetzt runter, oder wie? Nee, aber super, wir können hier oben gar nichts machen. Oder ist das hier ein Feind? Nee, ah, jetzt kommen sie. Die Kedwinischen Ritter, und der erste ist schon mal tot, bevor der überhaupt seine Waffe ziehen konnte. Und der zweite auch so gut wie. Zack. Ha, die machen wir alle mit Leichtigkeit platt hier. Und X. Zwett. Direkt mal drei Krieger auf einem Schlag getötet. Krasser Scheiß. So. Dann machen wir die hier fertig. Am besten greift man sie immer an, bevor sie jetzt Schwert ziehen können. Dann sind sie nämlich immer sofort tot. Ohne dass sie was machen können. So wie der hier jetzt. Und wir laden dabei noch jede Menge Adrenalin auf. Und können jetzt schon wieder den Finishing Move machen. Cool, mit Bomben hat er diesmal die Gegner platt gemacht. So, dann gehen wir mal möglichst schnell hier hinten hin, um da zu helfen. Zack, da steht ja Japen. Oder ich glaube, es ist Japen, oder? Ja, müsste der sein. Oh, erstmal Quen hier aktivieren. Nicht, dass wir noch drauf gehen. Das wäre ein bisschen doof. Alter, jetzt sind da aber ziemlich viele hier. Aber wir haben gleich wieder... Zack, jetzt haben wir wieder den Finisher. Bam. So, Alter, jetzt sind aber immer noch relativ viele hier. Moment. Ah, Zeichen. Oh, ich wollte ihn jetzt hier runterstoßen. Schade, ging nicht. Oh, Saskia kämpft auch fleißig mit. So, mal schön mit dem A-Zeichen drauf. Bam. Jetzt machen wir den fertig hier. Den Kedwinischen Ritter. Und damit wäre der tot. Und wir aktivieren mal Quen, dass wir hier nicht noch drauf gehen. Irgendwie. Nichts ist unmöglich. Ja, ich wollte auch eigentlich gar nicht mit der reden. Jetzt hat der hier Saskia angewählt und wollte mit der reden, der Idiot, statt den Ritter. Ja, für den haben wir jetzt den Finisher nicht mehr gebraucht. Wir haben diese Kakerlaken abgewehrt. So schnell geben die nicht auf. Sollen sie nur herkommen, wenn sie so beknackt sind? Oder noch ein bisschen Öl brauchen? Der nächste Sturm! Bereit machen! Kommen jetzt wieder neue, oder was? Was ist denn mit dem Magier da? Gut, dann warten wir mal wieder eine Runde auf unsere Freunde, die da unten wieder kommen. Wir können übrigens auch wieder skillen, aber ich glaube, das geht hier momentan schlecht. So, da kommen sie schon. Komm. Gucci-Gu. Und zack. Bevor er sein Schwert ziehen kann, töten wir den jetzt. Oh, der hat aber relativ viel Leben, der Kerl hier. Alter, wie viel Leben hat der? So. Nein, nicht dahin. Bleib da hinten. Zack. Bam. Machen wir die hier noch platt. Weil die relativ wenig Leben haben. Und danach gehen wir hier hin und drücken X. Machen mal wieder so einen schönen Finisher. Zack. Alter, die sind richtig geil, diese. Ja. Wie nennt man die eigentlich? Finale Moves oder was? Also ich meine, wie nennt das Spiel die? Ich sag Finisher, aber ich glaube nicht, dass die im Spiel Finisher heißen. Aber egal. Und hier bekommt man auch mal sehr schnell wieder volles Adrenalin. Von daher kann man das auch hier sehr oft einsetzen.
Gut, dass wir diesen Skill gelernt haben. Zack, verbrennen wir die. Der Skill ist hier wirklich sehr nützlich. Ohne den wird das alles ein bisschen länger dauern. Zack, stirb, du kettwinischer Ritter. So, den hier töten wir jetzt. Ah, shit, ging nicht. Den wollte ich wieder töten. Ah, den hier können wir aber töten, bevor er zum Schwert greifen kann. Hehe. Und mal wieder X und zack. Ah, er brennt immer noch. Und das waren wieder alle. Hehe. Tja, das war kein Zuckerschlecken, aber das Bild der gebratenen Söldner war ein schöner Lohn für die Mühen. Die kommen zurück. Nur Zwergenbauern sind störrischer. Und haben dickere Eier. Hexer, ich brauche deine Hilfe. Das höre ich in letzter Zeit dauernd. Du bist eben unersetzlich. Unter der Stadt verlaufen Stollen, die zu den Gruben der Zwerge führen. Wer weiß davon? Kaum jemand, aber ich habe trotzdem beschlossen, sie zu sichern und eine Abteilung Kundschaft dahin geschickt. Leider ist von denen bisher keiner zurückgekehrt. Wenn Hänselt den Durchgang gefunden hat, sitzen wir in der Patsche. Das ist scheißverdammt ziemlich zahm formuliert. Wenn sie von zwei Seiten angreifen, können wir die Festung nicht halten. Der Zeitpunkt ist günstig. Hänselts Leute lecken ihre Wunden wie geprügelte Hunde. Sie brauchen mindestens eine Stunde, um die Truppen umzugruppieren und sich für einen neuen Angriff zu formieren. Beeilen wir uns, ich komme mit dir. Okay, wir könnten jetzt also mit